Grüß euch, Freunde! Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Und wir wollen gar nicht lang fackeln und direkt... Ha! Krieg gegen Comp Cascade! Theoretisch. Glaube ich. Ja, wollen Sie die Station Comp Cascade wirklich angreifen? Sobald sie sich feindselig geben, werden alle gegenwärtigen Handelswege mit dieser Station abgebrochen und zukünftiger Handel ist nicht mehr möglich. Wollen wir das wirklich? Ja! Ha! Unsere Quest geht weiter. Die Anführer der Station haben sich an uns wahrscheinlich gewandt. Gentechnologie ist scheinbar ein Teil ihrer Lebensart. Sie behaupten, die Flüchtlinge seien keine Sklaven, sondern ihre eigenen Kinder, die gegen den Wehrdienst rebellieren. Die Anführer haben uns ein wertvolles Handelsabkommen angeboten, wenn wir ihre Kinder sicher zurückbringen. Ja, also bitte, was ist das denn für eine Frage? Krieg gibt's, ihr dreckigen Wichser. Wird schon ein Kind, wird schon Grund haben, warum eure Kinder alle abhauen. Was diese Leute mit ihren Kindern gemacht haben, ist unverzeihlich. Über solch schreckliche Genexperimente können wir nicht einfach hinwegsehen. Darum bleibt uns nur eine Option. Wir müssen unsere Truppen versammeln, die anderen Kinder müssen befreit werden. Sehr schön. Vor allem haben wir hier ja sowieso... Das ist halt super. Das ist so eine tolle... Eine tolle Verbindung von Quests. Und das Allerschönste ist... Das wird hier nicht mal ein großes Problem darstellen. So. Gib ihm dreckig. Piu, piu. Das war's. Sie haben die Station Comp Cascade zerstört. 100 Energie und 0 Wissenschaft wurden aus dem Wrack geplündert. Quest abgeschlossen, feindliche Übernahme. Mit ein wenig Freiheit auf diesem Markt kann unsere exklusive Partnerschaft wirklich florieren. 20 Runden lang plus 50% Ertrag vom Handel mit der Station Kerkungan. Da freue ich mich doch. Ich glaube, ich habe sowieso eine Handelsroute mit denen. Irgendwo. Vielleicht. Jawohl, da haben wir sie ja. Questentscheidung. Die Station ist schnell gefallen. So viel zur militärischen Stärke. Die Sklaven wurden befreit, aber nachdem ihre Heimat zerstört worden ist, haben sie sich hilfesuchend an unsere Kolonie gewandt. Was wir mit ihnen machen, steht noch nicht fest. Wir könnten sie zu unserem eigenen Nutzen erforschen oder eine Gentherapie einsetzen und ihnen helfen, ihre alte Form wiederzuerlangen. Ha, Modifikationen untersuchen oder umgekehrte Wirkung? Ja, ja, ich denke, da wir in Richtung Reinheit gehen, wir wollen ja eigentlich... Eigentlich wollen wir ja reine Menschen bleiben und alles, was nicht menschlich ist, hier weg. Weg, weg, weg. Das heißt, wir versuchen... Ich bin dankbar für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen. Und ich bin froh, dass wir den Erwartungen derjenigen gerecht werden, die uns hergeschickt haben. Okay, ich glaube, der Spruch da gerade im Hintergrund war, weil wir eine Reinheitsstufe aufgestiegen sind. Das ist jetzt zumindest mal meine Vermutung. Wir konnten diese armen Seelen nicht länger in ihren Körpern leiden lassen, die von der Gentechnologie entstellt worden sind. Nach monatelanger Gentherapie haben sich die Körper der Flüchtlinge in ihren Normalzustand zurückverwandelt und wir konnten sie in unsere Städte integrieren. Das Wissen, das wir bei diesem Prozess gewonnen haben, wird sich als überaus nützlich für unsere medizinischen Bemühungen erweisen. 17 Affinität zur Reinheit, 1 Bevölkerung in Central und plus 55 Wissenschaft. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, hier zu sein. Ja, das hast du schon gesagt. Ah, schon wieder Verbesserungen verfügbar fürs Kanonenboot. Das ist natürlich schön. Ja, wir wollen natürlich, wenn wir schon Marine haben, wollen wir natürlich, dass die auch stark gegen Marine ist. Weil das ja klar ist. Gut, weitere Einheitenverbesserungen bleiben uns vorerst verwehrt. Aber auf Stufe 6 können wir dann unseren Marine aufrüsten zum Sentinel. Das ist natürlich ziemlich nice. Kerkungan ist jetzt vollkommen ausgelöscht. Ah, warte mal. Wo ist denn mein anderer Erkunder jetzt hin? Ich glaube nämlich... Na, Erkunder, wo bist du? Ich hatte doch einen Erkunder gebaut, oder? Habe ich mir das eingebildet? Ah, nee, da ist er ja.
Ich glaube nämlich, dass man solche verlassenen Siedlungen oft, meistens, häufig dann so eine Ausgrabung machen kann. Aha, so wie dort zum Beispiel. Freunde, dann gehen wir mal jetzt alle in Bereitschaft. Wir haben Ihre Militäraktion gegen unsere Partnerstationen bemerkt. Wir möchten, dass Sie aufhören. Ja, ich glaube, ich bin auch soweit eigentlich fertig. Ich greife Stationen an, so wie ich es für notwendig erachte. Oder wir wollten Sie nicht beleidigen und stellen die Militäraktion gegen Ihre Partner ein. Ja. Dies kann nur zu größeren Spannungen zwischen unseren Kolonien führen. Das ist aber schade. Das ist wirklich schade. Ich greife Stationen an, so wie ich es für notwendig halte. Entspannt euch, Leute. Habt doch schon alles erledigt, was ich zu erledigen hatte. Oh. Der darf sich auf jeden Fall mal bis zur Heilung verschanzen. Der geht mal in Bereitschaft. Ebenso wie er und er. Okay. Der Erkunder darf sich langsam aber sicher vorarbeiten zu dieser verlassenen Siedlung. Wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob meine Theorie hier stimmt, dass man da dann so eine Expedition machen kann. No village was ever ruined by trade. Leider läuft es hier gerade nicht besonders gut. Können Sie mir um unserer Freundschaft willen einen Gefallen tun? Ich werde versuchen, mich zu revanchieren, wenn sich die Lage wieder bessert. Nö. Kommen Sie drüber weg. Ich bin schon so ein leichter Assi, fällt mir gerade auf. Aber ab und zu muss man halt auch einfach mal Assi sein. Alter, das mit dem Handel, das geht mir gerade mal langsam so auf die Nerven. Das war aber eine kurze Runde. Die bauen hier lustig weiter, so Terra-Landschaften. Alter, die kosten ja arschviel Unterhalt. 6 Energie pro Runde. Sind auch ungefähr die härtesten Pornofelder, aber... Aha, wir können eine weitere Kultur machen. Wo wollten wir denn hingehen? Wir wollten wissen, ne? Oh, das ist schön. Oh, endlich. Endlich mal mehr Gesundheit. Ah, oder ich mach's halt so. Das ist eigentlich schon wichtig, dass man das sehr früh hat. Ich glaube, das mache ich zuerst. So, da wird ein Gengarten gebaut. Mögen wir am liebsten, die können wir am besten. Ist auch in Bereitschaft. Jetzt sollte das Ganze hier doch relativ schnell von der Bühne gehen. Och, sowas! Der baut einen Kolonisten! Ich glaube, der Franco-Iberier ist im Begriff, eine böse Überraschung zu erleben. Der hat hier irgendwie bei seiner Hauptstadt auch urwenig Ressourcen. Das ist ja fast ein bisschen traurig. Das ist natürlich schlecht. Okay. Auch hier das Resilin. Über alles Folgende kann ich mir später Gedanken machen.
Ja, und meine Vermutung war korrekt. Es ist schön, wenn man richtig liegt. Das kann ich euch wahrlich sagen. Erstmal dort stehen. Du baust hier eine Koppel. Ach ja. Ihr lasst es hier mal, bleibt für zwei Runden hier stehen und baut dann hier diese geilen Biobrunnen dahin. Und zwar überall. Nichts tun. Du gehst in Bereitschaft. Du machst eine Runde nix. Du gehst in Bereitschaft. Du machst eine Runde nix. Und weiter. Glaub, ich hab das schon ganz gut im Griff. Ist wohl nur kurz mal durchschlawenzt. Das darf er sogar machen, meinetwegen. Du machst wieder eine Runde nix. Okay, er scheint sich doch zu heilen. Auch gut. Okay, was machen wir? In Axiom. Können wir gerade eigentlich nur soziale Forschung oder in Wissenschaft, Forschungsentwicklung. Ich glaube, soziale Entwicklung ist toll, weil wir wollen ja möglichst bald hier die Gesellschaftsmedizin dann erforschen. Hier könnte ich mal so einen Kreuzer machen, aber eigentlich habe ich daran echt kein Interesse im Moment. Okay, Leute. Ah, ein weiterer gepanzerter Soldat für meine Armee. Zack. Was ist das denn? Knotenpunkt? 20 TP Heilung für angrenzende Einheiten in jeder Runde. Wow. Das ist ja auch ziemlich cool. Ist halt gut für so Frontstädte. Gerade wenn man es irgendwie an so einem, in so einem Engpass hat, wo die Gegner nicht so wirklich vorbeikommen. Würde sich das ganz gut machen. Hier einen schönen Ring gebildet um das ehemalige Camp Cascade. Wenn man nachts die Ohren spitzt. Ja, sehr schön. Casey Jones, die Warbish-Kanonenkugel hören, wie er mit seinen eisernen Beinen immer noch eine Meile in der Minute rennt. Sehr schön. Ah, und jetzt können wir hier ein Institut machen. Was allerdings nicht so besonders viel bringt, weil das bringt bloß so Spezialistenplätze. Das bedeutet, wir können einen Bürger quasi absetzen und in die Wissenschaft stecken. Was ich persönlich jetzt nicht so besonders gern mag, zumal das Gesundheitsmali gibt. Dieses Bionik-Labor ist wiederum sehr, sehr interessant. Und in Axiom können wir das auch schon bauen.
Bioniklabor. Sehr, sehr gut. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher, ob diese 20% Gesundheit, die das verspricht, insgesamt gemeint sind oder bloß bezogen auf das, was aus Axiom kommt. Wenn es insgesamt wäre, wäre es natürlich richtig Bombe. Dann hätte ich da einfach mal 8 Gesundheit raus. Ansonsten wäre es wahrscheinlich mehr so 2 oder so. Was allerdings auch schon nicht schlecht wäre. Hier habe ich kein Resilin. Nee, nur Chitin. Da unten ist Resilin, aber da komme ich mit Vanguard leider nicht mehr hin. Und in Prosperité gibt es Resilin, was auch schon fleißig von meinen Bautrupps bebaut wird. Oha, der bringt ja richtig viel. 2 Gesundheit, ein Kultur, 2 Nahrung, ein Kultur und ein Gesundheit. Gut, hat halt auch 2 Goldunterhalt, aber... Oder Energie. Ich sag irgendwie immer Gold. Schrecklich. Forschung wählen. Können wir uns jetzt überlegen, wo wir jetzt hingehen? Zum Beispiel in Richtung Servomaschinen, weil dann können wir hier diese coolen Kampfanzüge... Ah, da brauchen wir aber Titan dafür. Und Titan... Ah, zeigt Titan auf der Karte, okay. Haben wir irgendwo in der Nähe Titan? Na, aber hallo, haben wir irgendwo in der Nähe Titan? Sollten wir vielleicht mal bebauen, weil ich glaube, Moment... Wir haben sogar schon einen Titan bebaut. Meine Güte, ich habe echt überhaupt keinen Überblick. Ich sollte wirklich öfter spielen. Alles klar, dann gehen wir doch mal in Richtung Servomaschinen. Für die Wissenschaft. Gefällt mir. Jetzt wird's lang. Jetzt geht's langsam wieder echt bergauf. Die Gesundheitsprobleme werden auch immer wieder immer besser durch die neuen Gebäude, die wir hier bauen können. Quest aktualisiert. Eine verschlüsselte Übertragung wurde empfangen. Sie lautet, unsere Bemühungen machen sich endlich bezahlt und die Zeit ist gekommen, um eine große Erklärung abzugeben. Führen Sie eine Geheimoperation der Intrige Stufe 4 oder höher durch. Okay. Bleib mal in Bereitschaft. Der jetzt die ganze Zeit dort in dem Miasma drin. Ne, ich glaube, ich habe den da hingeschickt. Ich sollte mich irgendwie drum kümmern, dass ich zumindest auf... Aber Stufe 6 ist halt auch so saumäßig weit. Weil das wäre halt schon echt stark, wenn ich dort in Miasma heilen würde, statt Schaden zu fressen. Naja. Früher oder später. Eines schönen Tages. Das Bioniklabor scheint relativ lang zum Bauen zu brauchen. Was tun wir nicht alles für ein wenig Gesundheit? So, unser Erkunder ist endlich fertig geheilt und kann sich langsam aber sicher auf den Weg zu dieser Expeditionsstätte machen. Hasso lassen wir hier mal weiter. Andererseits, nee, Hasso schicken wir jetzt mal. Ein bisschen weiter wollte ich ihn eigentlich nur schicken. Dass die immer noch so aggro auf mich sind, die blöden Aliens. Sollen sich mal nicht so anstellen. Okay, was wollte ich mit dem Bautrupp hier genau machen? Erstmal lasse ich ihn hier stehen und hoffe, dass der sich dann dadurch einfach heilt.
nicht, wäre es ein bisschen schlecht. Ich sollte mal da oben ein paar Militäreinheiten hinschicken. Weil das gefällt mir gerade gar nicht, wie die sich hier ansammeln und ständig durch mein Gebiet durchlaufen. Dies könnte hilfreich sein. Aha, Wissenschaft gestohlen. Sehr gut, ab Betsy. Ich glaube, dass der einfach mal weiter Wissenschaft stiehlt. Weil Technologie stehlen ist zwar prinzipiell auch was ultra cooles, ist natürlich insgesamt dann quasi mehr wert. Ja, wobei. Ja, ist es. Deswegen nehme ich es auch weiter. Ist mir jetzt wurscht. Nee. Einen lassen wir immer Wissenschaft stehlen. Weil zum einen ist es, glaube ich, hat es, glaube ich, die höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, auch wenn beides leicht dabei steht, glaube ich. Und zum anderen haben wir dann halt wirklich halt auch Wissenschaft für die Forschung, die wir halt gerade eben machen, was im Normalfall halt auch wirklich sinnvoller ist als irgendeine Random-Technologie. Gut, jetzt beim letzten Mal hatten wir wirklich saumäßig Dusel. Ja, das haben wir mitbekommen. Unser Agent konnte keine Technologie stehlen und wurde entdeckt. Ah, der Agent in Krabos blieb sogar unentdeckt. Sehr schön. Quest aktualisiert. Garten Eden. Ah, sehr schön. Mit diesem neuen Gengarten ergründen wir das Potenzial des menschlichen Körpers. Es ist aber immer noch die Frage, wie wir das Potenzial nutzen. In der Bevölkerung gibt es darüber zwei Meinungen. Die meisten sind überzeugt, dass wir mit dem Gengarten unseren Körper durch kontrollierte Mutation perfektionieren sollten. Die zweite Gruppe ist wesentlich radikaler und will, dass im Garten auch biotechnische Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Welchen Pfad wir auch einschlagen, es könnte unsere Zukunft bestimmen. Mit Biotechnologie experimentieren gibt Energie. Oh, mehr Gesundheit. Eindeutig mehr Gesundheit. Wir werden unsere angeborenen Schwächen vielleicht nie ganz überwinden, aber durch kontrollierte Mutation können wir sie wenigstens teilweise ablegen. Je gesünder wir sind, desto länger leben wir. Und nur durch unser Fortbestehen wird dieser Planet irgendwann unser sein. Thematisch natürlich total falsch, weil wir eigentlich ja die absoluten Reinheitsfanatiker sind und überhaupt nicht drauf stehen, da irgendwie so eine Verbandelungskacke zu machen. Aber da muss man einfach mal ein bisschen drüber hinwegsehen. Ab und zu muss man einfach mal mit dem Rollenspiel aufhören und ja, einfach mal machen, was das Sinnvollste ist. Okay, er heilt sich kein Stück, was mir extrem wenig gefällt, muss ich sagen. Ja, danke. Hier ist alles voller Wald. Alles voll mit Wald. Komm, du stellst dich jetzt einfach mal hier ins Miasma rein. Für eine Runde. Gut. Ich glaube, das müsste es eh schon wieder gewesen sein, wenn ich so ein bisschen auf die Uhr lue. Meine Güte, Zeit vergeht aber auch. Gut, dann hoffe ich, dass es euch wieder Spaß gemacht hat und ihr auch beim nächsten Mal einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Bis dahin, ciao!